Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin Silphi und zeige euch mal heute die neuen Masteries, wie sie auf dem PBE sind. Weil der neue Kram ist jetzt schon draußen. Es gibt auch hier und da einige Veränderungen. Und ich möchte euch schon mal haben, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt, was es jetzt alles Neues gibt. Beginnen wir hier mit dem Ferocity Tree. Ist eigentlich alles gleich. In der ersten Reihe, wir haben immer noch Sorcery und wir haben das Fury. In der zweiten Reihe hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Das Double-Edged Sword ist weg und Fresh Blood ist jetzt dafür da. Und zwar erlaubt es uns Fresh Blood, dass unser erster Basic Attack gegen einen Champion zusätzlich Schaden anrichtet. Ein kleines Problem, was ich hier sehe, ist, es steht einfach nur zusätzlicher Schaden. Ne? Ich meine, okay, was für ein Schaden ist das denn? Ist es True Damage? Ist es Physical Damage? Ist es Magic Damage? Fehlt ja ein bisschen, macht bis zu 28 Damage. Ne? Es ist halt 10 plus 1 für euer Level und hat einen 6-sekündigen Cooldown. Ist etwas mehr konstanter Schaden, den man haben kann. Was ist konstanter? Einfach nochmal so ein kleiner Burst beim Poken oder sowas. Ist ziemlich gut, weil wir haben jetzt hier auch mehr Optionen. Feast ist immer noch da und Expose Weakness ist immer noch da. Das heißt, wenn wir mehr Schaden haben wollen, nehmen wir uns das Fresh Blood mit. Etwas Sustain in der Lane, haben wir das Feast. Und falls wir dann halt eher ein Supporter sind oder wenn wir eher ein Champion sind oder auch ein Spieler, der möchte, dass das Team mehr Schaden macht, haben wir immer noch Expose Weakness. Ich finde, das Fresh Blood ist hier besser als das Double-Edged Sword, weil wir haben hier keinen Nachteil. Hier gibt es keinen Nachteil, es gibt hier nur Vorteile. Finde ich hier ziemlich gut. Die nächste Reihe mit Vamprism und Natural Talent ist gleich, da hat sich nichts geändert. Wir haben jetzt hier aber eine Reihe mehr in der vierten Reihe, ja. Wir haben jetzt hier Bounty Hunter, das gebufft worden ist. Das heißt, das alte Bounty Hunter auf dem Live-Server gibt uns bis zu 5% mehr Schaden. Jetzt haben wir 7,5% mehr Schaden. Sollten wir jeden gegnerischen Champion einmal umbringen, das Einzige, was mich hier stört, ist, dass wir nicht wissen, wen wir umgebracht haben, beziehungsweise wen wir noch umbringen müssen. Ist etwas schade, aber ist okay, es ist ein Buff. Wir haben jetzt hier aber dann das Double-Edged Sword. Das ist jetzt hier drin, gibt uns 5% mehr Schaden und wir kriegen nur 2,5% mehr Schaden. Ist ein Trade-Off für starke Early-Game-Power. Ich denke mal, dass wir viele Assassins damit sehen werden. Wobei, Assassins haben da halt die Wahl, ne? Nehme ich das Double-Edged Sword mit oder heiße ich Pantheon und nehme Double-Edged Sword mit und bulle die Gegner einfach nur raus. Also gerade auf Lane-Bullies ist es stark. Und hole mir sofort meine Early-Game-Power. Oder nehme ich den Bounty Hunter mit, ja, und gehe davon aus, dass ich jeden abschnitzeln werde, um mehr Schaden zu machen, aber auch um weniger zu kassieren, ne? Man muss auch bedenken, darauf werde ich aber auch nochmal gleich eingehen, gibt es jetzt auch noch das Battle Trance. Battle Trance gibt uns, Battle Trance gibt es für jede Sekunde bis zu 5 Sekunden 1% mehr Schaden. Das heißt, nach 5 Sekunden haben wir 5% mehr Schaden, danach stackt es nicht weiter hoch. So, das ist halt gut für Champions, die in etwas längere Fights reingehen wollen, die meistens außerhalb der Landing Phase raus sind oder für Champions, die man auch AD Carry nennt. Zum Beispiel auf der Top Lane sieht es so aus, du hast da meistens einen relativ kurzen Trade. Im Normalfall. Wenn dann der Tower weg ist und der Gegner auf der langen Lane ist, sind die Trades halt länger, weil du den Gegner noch länger hinterher chasen kannst. Von daher lohnt es sich eher. In der Midlane burstest du den Gegner einfach nur weg. Da heißt du Syndra, machst Q eher tot. So, da ist Battle Trance halt nicht so geil. Wenn du aber ein AD Carry bist, ist diese Mastery natürlich immer geil, weil du willst ja immer lange in den Fights drinnen bleiben und so viel konstanten Schaden wie möglich machen. Natürlich kann auch sowas wie ein Jungle Olaf sagen, ey, Battle Trance ist ziemlich geil, kann man mal machen. Das Wichtigste ist, dass keiner dieser Sache mehr davon abhängig ist, dass der Gegner geslowt ist. Das heißt, jeder hat hier die freie Wahl zu nehmen, was auch immer er möchte und nicht das und nicht hat mein Champ ein Slow, ja oder nein. Oder halt irgendeine Form von CC. Finde ich ziemlich gut. Wir haben ja wirklich viel mehr Möglichkeiten und auch etwas mehr, was individuell zu uns als Spieler passt und nicht zu uns als Champion. Finde ich, ist gut gemacht. In der nächsten Reihe, Piercing Thoughts und Battering Blow ist eigentlich immer noch da. Armor Pen und Magic Pen. Die Änderung hier ist nur das Favor of Battle in der letzten Reihe. Und das ist richtig gut, Leute. Das Favor of Battle auf dem jetzigen Live-Server gibt uns einfach nur On-Hit-Damage. Das heißt, Champions wie Pantheon konnten damit nicht viel anfangen. Ja, weil der macht Spells. Das heißt, er war gezwungen, Thunderlords mitzunehmen. Oder man hat auch einige mit einem Deathfire-Touch gesehen. Ist aber beides nicht ganz so cool, weil es auch beides physischer Schaden, magischer Schaden ist. Das neue Favor gibt uns jetzt aber AD. Es gibt uns AD. Das heißt, Champions, die gerne mit On-Hit arbeiten, haben trotzdem noch den Schaden, den sie kriegen. Es ist jetzt zwar kein On-Hit mehr Schaden mehr, es ist AD. Und Spellcaster, gerade Riven, ne? Leute, ich sag's euch, Riven hat jetzt einen richtig guten Keystone, wenn das so rauskommt. Haben jetzt auch was Richtiges. Weil du kannst Fähigkeiten machen, kriegst du auch Stacks. Natürlich machen auch Spellcaster immer hier und da ihre Auto-Attacks, kriegen Stacks und kriegen AD, die nicht nur ihre Auto-Attacks verstärken, sondern auch ihre Fähigkeiten. Und Favor of Battle sollte eigentlich auch durch Infernal Drake nochmal geboostet werden, durch Riven Ulti, durch die neuen Rengar Bowtooth Stacks und so weiter. Das heißt, Favor of Battle ist jetzt für jeden AD-Champion gut.
AD Caster kriegen ihre AD und AD Carries können immer noch ihre Auto Attacks machen, die halt dann durch diese AD verstärkt werden. Und durch diese zusätzliche AD kommt halt nochmal so ein bisschen eine kleine Kettenreaktion zustande, weil Lifesteal ist ja abhängig von dem Schaden, den ihr macht. Favor of Battle erhöht diesen Schaden. Und was heißt dieser erhöhte Schaden? Mehr Lifesteal. Die Ravenous Hydra skaliert mit eurer AD, wird durch Favor of Battle auch nochmal geboostet. Finde ich, ist ziemlich, ziemlich geil, Leute. Der Rest ist hier immer noch relativ gleich. Gehen wir einmal in den Cunning Tree. Die ersten beiden Reihen hier sind immer noch gleich. Da gibt es keine großartigen Änderungen. Außer halt, ne, Runic Affinity erhöht nicht mehr die Dauer von gesmiteten Sachen. Von daher, ne, gibt mir keine Smite-Buffs mehr. Hier ist auch noch alles gleich. Greenfather's Gift ist aber neu dabei. Wenn wir in ein Gebüsch reingehen, ja, macht unser nächster Auto-Attack oder Fähigkeit 3% Magic Damage vom momentanen Leben des Gegners. Hat einen 9-sekündigen Cooldown. Ich denke mal, hier ist es genau dasselbe wie auch hier. Ja, einfach mehr Auswahl. Ich habe eine offensive Möglichkeit durch Greenfather's Gift und ich bin der Meinung, Greenfather's Gift wird wahrscheinlich eher in der Lane gut sein, auf Range Champions, auf Top oder Midlane, oder man heißt Ivan, nee, auf Top oder Botlane, oder man heißt Ivan Midlane oder sowas. Weil später geht man nicht so oft in die Gebüsche mit rein. Eine weitere Problematik, die ich hier sehe, ist einfach nur, es steht einfach nur, es macht Schaden. Aber nicht, ob es nur auf Champions geht oder nicht. Bandit halt für etwas mehr Utility. Eigentlich ist das so eine reine Supporter-Sache oder Gameplay. Ist hier eine ganz andere Sache. Aber overall viel mehr Utility. Und dann halt das Dangerous Game, wenn man etwas mehr Ham gehen möchte, etwas mehr Sustain in Fights haben möchte, wenn man mal jemanden tötet oder sowas. Ist ja einfach jetzt Option für alles da. Wir haben, ne, genauso wie hier, wir haben Damage, wir haben Sustain und wir haben Utility. Und jetzt haben wir hier halt eine Damage, Utility und Sustain. Ist ziemlich gut, einfach nur einem die Möglichkeit zu lassen, sich seinem, die Mastery, seinem Spielstil anzupassen. In der nächsten Reihe ist alles gleich, nur der Unterschied ist, dass Precision gibt es keine Armor Pen, sondern Lethality. Also Armor Pen geht generell raus aus dem Game, Lethality kommt rein und wir kriegen instant die Werte an Lethality hier im Vergleich zu Magic Pen. Magic Pen wird immer noch per Level gestackt, Lethality ist sofort da. Der Rest hier ist gleich. Resolve Tree ändert sich auch nochmal ein ganz kleines bisschen mit einigen komischen Änderungen. Und die erste ist ja auch direkt der Siege Master. Wir kriegen 8 Arme und Magie-Resi, wenn wir an einem Turm sind. An einem verbündeten Turm. Mir gefällt die Idee irgendwo, ne? Weil das ist gut, wenn man weiß, man wird hart eingepusht. Aber im Mid- und Late-Game ist 8 Arme und Magie-Resi gar nichts. Damit kannst du maximal im Early-Game was anfangen. Aber im Early-Game ist dann Tough Skin nicht besser? Ist dann Tough Skin nicht besser? Also, ich bin mir hier echt nicht ganz sicher. Ich mag die Idee hinter Siege Master, aber die 8 Armor Magie Resi ist mir persönlich zu wenig. Wären das sowas wie, das vielleicht 12 oder 15, wobei 15 vielleicht sogar schon zu viel wäre im Early Game, hätte es mehr Nutzen. Soweit halte ich aber nichts davon. Ihr könnt ja einmal in die Kommentare reinschreiben, was ihr dann davon haltet. Die nächste Reihe ist gleich, hat sich nicht viel verändert. In der vierten Reihe haben wir wieder mehr Optionen. Wir haben Fearless. Vieles gibt uns 10% Arme und Magie-Resi plus 2 nochmal pro Level an halt Arme und Magie-Resi. Wenn uns ein gegnerischer Champion angreift, hält für 2 Sekunden, hat 9 Sekunden Cooldown. Das ist wieder die Auswahl an Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben Utility mit Lower Cooldown durch Summoner-Spells. Wir haben Sustain durch Perseverance, was eh keine Sau mitnimmt. Und wir haben eher etwas, in Anführungszeichen, Offensives, ne? Weil dadurch, dass ich in den Fight reingehe, etwas mehr tanky bin, weniger Schaden kriege, kann ich natürlich auch mehr Schaden ausführen, weil ich nicht so schnell sterbe und, ne? Wisst ihr Bescheid. Gerade für Tanks ist das eine gute Auswahl. Weil ich habe immer das Gefühl, Jungle-Tanks haben nichts von Insight. Vielleicht halt, der Cooldown ist lower auf Flash, aber auf Smite hat das, soweit ich weiß, noch nie Einfluss gehabt. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber sie haben hier jetzt die Wahl, will ich mehr Utility haben oder will ich mehr Tankiness haben? Finde ich ziemlich gut. Der Cooldown ist auch in Ordnung von 9 Sekunden. Ich habe aber Angst, dass Hard-Tanks wie Malf oder Poppy, welche die bereits gut mit Resistenzen scalen, jetzt noch härter reinscalen. Ne? Weil die nehmen dann das Unyielding mit, haben danach nochmal Fearless dabei und sind Monster. Ne? Und auf den neuen Scheiße will ich ja auch erst gleich eingehen. Werde ich sogar jetzt machen. Ja, Baseball, jetzt machen, ne? Die nächste Reihe ist auch noch gleich. Hier noch eine Änderung. Strength of the Ages ist weg. Courage of the Colossus ist hier. Und das Ding ist Broken of Tanks. Das Problem bei Tanks war es immer, die hatten keine richtige Auswahl. Niemals. Top-Lane-Tanks hatten immer Grass dabei. Weil alles andere Garbage war. Jungle-Tanks hatten immer Strength dabei. Weil alles andere Garbage war. Support-Tanks hatten Bond of Stone dabei. Vielleicht auch mal ganz selten Grass.
Vielleicht auch mal ganz selten Grasp. Aber im Normalfall immer Bond of Stone. Weil alles andere Garbage war. Für Top-Lane-Tanks war das Ding, okay, sie kriegen Grasp, macht ihr etwas, gibt ihr etwas mehr Schaden, etwas mehr Sustain, in Anführungszeichen. Aber das ist ja nicht das, was du als Tank möchtest. Es ist in der Laning-Phase geil, danach ist es scheiße. Jetzt hast du aber das Courage of the Colossus. Gibt uns ein Schild, immer wenn wir Hard-CC treffen, das heißt Knock-Ups, ja, Knock-Backs, Snares, Stunts, gibt's noch, ich weiß nicht, ob Silence dazu zählt, ja, aber auf jeden Fall keine Slows. Suppression gibt's auch noch. Gib dir ein Schild. 10 plus 10 von deinem Level plus 7% drauf, ja. Für jeden Gegner, der in der Nähe ist, während du diesen HCC-Spell machst. Für 4 Sekunden. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich glaube, das war, wenn du 2000 Leben hast und einen Champion triffst, auf Level 13 war das, glaube ich, kriegst du ein 280er Schild, ja, für jeden Gegner in der Nähe. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob meine Rechnung noch richtig war. Kann auch natürlich auch sein, dass ich sacke, ne? Aber ihr versteht die Idee. Es ist viel stärker als das Strength. Strength war zwar immer consistent, das hat jetzt einen 30-sekündigen Cooldown, aber es ist Courage ist viel stärker. Gerade schon in einem Skirmish, wo ihr oder zwei Gegner da sind, ist es gut. Ich finde auch gut, dass Strength weg ist, aus dem einfachen Grund, Strength hat Junglern, die bereits viel Schaden hatten, nochmal extra Tankiness gegeben, die nicht notwendig war. Nidalee hat sehr guten Grundschaden, war durch Strength tanky as fuck. Graves, Leute, müsst ihr jetzt über Graves reden? Ich glaube nicht, oder? Kindred, genau dasselbe Problem. Rek'Sai, genau dieselbe Scheiße. Ja. Hat einen guten Grundschaden, hat einen guten Clears. Extra Tankiness aus dem Strength. Hat sie sowas von tanky gemacht. Muss nicht sein. Aber ja, Leute, das hier war's jetzt auch mit all den neuen Masteries. Schreibt mir einfach in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Wenn ihr natürlich noch mehr PBE-Stuff wollt und geupdatet bleiben wollt, lasst dem Channel ein Abo da. Ne? Meine Meinung soweit jetzt zu den Masteries. Finde ich gut. Also, es gibt, ne? Siege Master stört mich ein bisschen. Das Einzige, was mich stört, ich denke mal, dass dieses Strength of the Colossus ein kleines Tweaking noch braucht in den Nummern. Vielleicht eher auf 5% runtergehen, anstatt auf 7%. Muss man mal gucken. Aber soweit, Leute, da kann man mal klatschen zu, right, ne? Haut rein, Leute. Tschüss.